Willkommen zurück zu Bibi Blocksberg, verhexte Ferien, meine lieben Freunde. Und wir sind hier im Schuppen. Komm, wir gehen. Und gehen jetzt. Ja, weil sie gemeint hat, weil wenn Moni sagt, komm, wir gehen, dann gehen wir. Okay, gehen wir in den Speisesaal. Okay. Wir brauchen nämlich noch was zum Drüberspannen. Aha, guck mal, da kann ich auch so was mitnehmen. Was ist das? Das ist ein Kompass. Den nehme ich lieber mit. Das ist ein Kompass. Ja, nehmen wir den mal lieber mit. Den können wir auch für die Sonnenuhr gebrauchen. Was möchtest du? Kann ich bitte ein Blatt Papier haben? Aber sicher. Ja. Kann ich noch eins haben? Kann ich drei haben? Wir haben schon ein Blatt Papier. Ich will noch zwei. Kann ich dir helfen? Ja, ich möchte gerne einen Stift haben. Hier hast du einen. Oh, cool. Jetzt wird der Sack aber langsam ganz schön voll. So, und sie schreibt da immer noch Rätsel oder schreibt sie Liebesbriefe? Komm, Moni, wir gehen auf den Vorplatz raus. Ja. Gut, jetzt können wir da eigentlich das Papier drüber spannen, über die Sonnenuhr, also über das Brett. Lass uns weitergehen. Genau. Und dann können wir eigentlich die Sonnenuhr fertig bauen. Ich denke, wir haben alles. Ne, Max? Schmeckt dir dein Eis noch? Ich hoffe, er leckt schon seit 3 Stunden dran. So, okay. Papier, richtig. Hat sie gut geraten, hat sie das, die Bibi. Ein Stift. So ein cleveres Mädchen, ne? Ein Stift und ein Kompass. Ein Kompass. Ja, ja. So, und jetzt kommt das Papier drauf. Das ist falsch. Nein, das ist überhaupt nicht falsch. Na, siehst du mal, wie richtig das ist. Super. Das hätten wir geschafft. Okay. Das ist unser Kompass. Er liegt genau so, dass die Nadel nach Norden zeigt. Gut. Wir müssen zuerst noch etwas anderes machen. Ah. Guck mal, Moni. Jetzt müssen wir das Brett so drehen, dass der Schatten an die richtige Stelle fällt. Wie mache ich das? Wie drehe ich das? Heute kann ich drehen. Das brauchen wir später. Okay. Ah. Zeigt der Schatten wirklich nach Norden? Nein. Ich glaube nicht. Achso, ich muss das so drehen. Oder? Dann kann ich noch weiter drehen. Ja, jetzt. So ist es genau richtig. Ja. Lass uns nochmal im Pfadfinderhandbuch nachschlagen. Was ist ein Pfadfinderhandbuch? Das brauchen wir später. Aber so muss doch passen. Es zeigt nach Norden. Und ich habe kein Pfadfinderhandbuch. Gibt es da ein Pfadfinderhandbuch? Warte mal, ich habe doch alles gebaut. So eine Uhr hier passt. Und damit können Sie doch hier diese Uhr draufschreiben. Nein? Okay, anscheinend nicht. Muss ich das jetzt komplett neu bauen? Dann gehen wir nochmal ins Haus, oder? Komm, wir suchen die Bauanleitung. Ja, ich glaube auch. Ich dachte, ich hätte sie aus dem Kopf schon richtig gemacht, aber wohl nicht. Okay, gehen wir in den Speisesaal. Vielleicht ist ja irgendwo ein Buch. Hier sind zumindest Bücher. Vielleicht können wir eines der Bücher für die Schatzsuche benutzen. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Dann guck mal, ob du da was findest über Sonnenuhren. Vielleicht können wir eines der Bücher für die Schatzsuche benutzen. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, dann los. Worauf warten Sie? Hallo, junge Dame. Meine Maus ist weg. Ja, das hier. Okay, haben wir da noch einen Hexspruch vielleicht zu? Ene Mene weiße Schnur, fertig ist die Sonnenschnur, also nur. Nee, das ist ja Quatsch, oder? Nein. Wie weit seid ihr denn schon? Wir wissen jetzt, dass wir eine Sonnenuhr bauen müssen. Oh ja, da seid ihr ja schon weit gekommen. Naja, ich weiß nicht. Ja, kann ich jetzt das Buch haben? Vielleicht können wir eines der Bücher für die Schatzsuche ja benutzen. Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich, dann nimm doch das. Mann, muss ich da hexen? Ich weiß nicht.
Auf was? Komm, Moni, wir gehen in die Küche. Quatsch. Wo kann denn die Bauanleitung sein? Die muss auch in dem Ding drin sein, in dem Buch. Warum nimmst du es nicht mit? Die brauchen wir doch bestimmt für die Sonnenuhr. Aha. Ja, wir klauen einfach mal hier die Dinge von der Wand. Ist okay. Wir müssen nicht mehr spülen. Gut, dann hat sich das erledigt. Alles klar. Lass uns gehen. Und jetzt? Was ist das für ein Buch? Aha. Es ist ein Pfadfinderbuch. Ja, nimm das mal. Was steht da drin? Ah, guck mal. Auf Norden muss die Nadel stehen. Falls nicht, musst du den Kompass drehen. Schnell bist du dann auf den Posten oder Süden, Norden, Westen, Osten. Die Sonnenuhr ist schnell gebaut, nur gut auf diesem Text geschaut. Du nimmst ein Brett recht lang und breit, lies weiter, dann weißt du Bescheid. Bohr dann ins Brett ein kleines Loch. Wie du das machst, das weißt du doch. Befestige ein Blatt Papier, das ist nicht schwer, du siehst es hier. Den Holzstab steckst du dann ins Loch, doch etwas, ja, das fehlt uns noch. Ganz wichtig ist für dich die Zeit. Punkt 12, da halte dich bereit. Wenn dann der Spieß nach Norden zeigt, der Schatten übers Blatt sich neigt, markier danach ganz auf der Schnelle mit einem Buntstift diese Stelle. Nach einer Stunde jetzt ersetzt du dann die Drehzeiguhr-Markierung an. Was fehlt, sind dann die anderen nur und fertig ist die Sonnenuhr. Hex, Hex. Klasse, ich nehme es mit. Ja. Schnips und ab in die Tasche. Komm, Moni, wir gehen auf den Vorplatz raus. Wenn das nur in echt auch so laufen würde, ne? Wenn man sich alles in seine Tasche schnipsen könnte. Ne? Kein ewiges Schultaschenpacken mehr. Einfach alles reinschnipsen. So, jetzt aber. Gut. Ah, soweit sind wir schon fertig. Jetzt nehmen wir nochmal die Uhr zur Hilfe. Genau. Es ist noch nicht... Prima! Es ist genau 12 Uhr. Ja. Wie ist denn das passiert? Das ist falsch. Nein, das ist überhaupt nicht falsch. Schauen wir, wie richtig das ist. Jetzt müssen wir eine Stunde warten. Dann können wir die 13 Uhr Marke setzen. Das ist ja kein Problem. Und wir warten einfach mal eine Stunde. Wir die anderen. Ja. Und eine Sieh Stunde mal, später. Baby, jetzt ist es 13 Uhr. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit gemacht? Prima! Jetzt haben wir auch die 13 Uhr Marke. Ja. Müssen wir jetzt wieder eine Stunde warten? Ja, sonst wissen wir ja nicht, wo der Schatten hinfällt. Nee, das ist mir zu lang. Ich hex einfach was. Okay. Und? Was willst du hexen? Ja, die Uhr fertig. Pass mal auf. Na komm. Ene mene weiße Schnur, fertig ist die Sonnenuhr. Richtig. Hex, hex. Wo ist denn unsere Hexenschwester? Wir haben die schönste Sonnenuhr gebaut. Cool. Die ist nice. Kann man sagen, ja. And now? Hey, super gut. Oh ja, jetzt mit seinem Eis fertig. Endlich. Echt stark. Und jetzt? Wie geht es weiter? Na? Okay, hier ist der nächste Hinweis. Ihr müsst diesem Weg folgen. In den Wald? Und einen Zettel suchen. Darauf steht, wo der Schatz zu finden ist. Naja. Das ist ja leicht. Wenn ihr euch da mal nicht täuscht. Oh Gott, sie wieder. Oh, ich hab jetzt schon Angst. Ja, dann mal ab in den Wald, oder? Bald haben wir den Schatz gefunden. Ich hoffe, das wird... Naja, das wird auf jeden Fall nicht ohne Komplikationen ablaufen. Denn wir wissen schon, wer im Wald auf uns wartet. Ach du meine Güte. Wie sollen wir denn da den richtigen Weg finden? Uns wird schon etwas einfallen. Ja, also wir haben verschiedene gekennzeichnete Wege. Wo die wohl alle hinführen? Ja, irgendwo werden sie schon hinführen. Wir können doch nicht einfach irgendwelchen Pfeilen folgen. Oh, ihr seid so langweiler. Ich dachte, ihr geht jetzt einfach mal ein bisschen erkunden, ey.
Gut, dann hexen wir halt wieder. Also Bibi, die macht sich auch gar keine Mühe für irgendwas. Kaum wird es ein bisschen komplizierter, schon ist sie am Hexen. Ne, man hätte einfach mal jetzt hier ein bisschen entdecken gehen können, aber nein. Also, da muss ich jetzt schon sagen. Achso, das geht ja gar nicht. Ich dachte, sie könnte jetzt hier irgendwo sich den Zettel herhexen. Aber es ist tatsächlich so. Bibi ist sehr faul, was das angeht. Wir brauchen unbedingt einen Hinweis. Wir brauchen unbedingt einen Hinweis. Okay, und woher kriegen wir den, ha? Huh? Damit zurückgehen? Oder in unser Buch gucken? Ein Pfadfinderhandbuch. Ja, hilft uns das vielleicht? Du nimmst ein Brett, recht lang und breit. Ach, sie liest das auch vor, das hätte ich gleich lesen müssen. Oha. Ja gut. Was meinst du, sollen wir umkehren? Vielleicht finden wir hier noch einen Hinweis. Noch einen Hinweis, aha. Vielleicht. Irgendwo im Wald. Ich weiß nicht. Oder vielleicht doch zaubern. Ich wäre halt jetzt gern hier einfach so einen Weg entlang gelaufen, ne? Wir brauchen unbedingt einen Hinweis. Ja, ja. Was habe ich noch dabei? Ich glaube, da müssen wir hexen. Aber was? Ich hätte da gesagt, das mit dem Zettel, aber anscheinend nicht. Was haben wir denn noch? Das mit der Karte, Sonnenuhr, nö. Nö, 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 nö. So. Jetzt schauen wir mal. Da hinten ist was. Ob da ein Hinweis draufsteht? Wer weiß. Gehen wir mal hin. Oha. Sie hat ihn verhext. Die Sau. Nanu. Ja, genau, weil sie sich hinter dem Baum verstecken kann. Das sieht doch wieder mal nach Hexerei aus. Ach, ist echt furchtbar hier mit diesem... Jetzt hätte sie nichts Besseres zu tun. Die entdecken mich gleich. Ja. Und schwupps ist sie weg. Pass auf. Mann, ey. So, jetzt muss das aber klappen. Ja, vielleicht kannst du es schaffen. Hier muss eine Hexe in der Nähe sein. Ja. Aber wenn der wer Zettel denn? Wegläuft. Gott, dass die es auch noch lustig findet. Hat Spaß gemacht. Ja, es ist richtig lustig. Oh Mann, ey. So eine doofe Zippe. Was ist los mit der? Also, jetzt ist der. So, jetzt ist der weg. Ja, hinterher. Lass uns den Zettel suchen. Jesus, wie weit seid ihr denn gelaufen? Ich will doch nun wirklich nicht gelaufen sein. Hallo, Vogel? Hast du den Zettel gesehen? Der Zettel ist bestimmt hier und hat sich versteckt. Der Zettel hat sich versteckt. Ja. Schon wieder so eine Hexerei. Okay. Geh mal weg jetzt da. Hey, die was soll mich. Das? Ja, geh weg jetzt. Du bist doof, ey. Die haben unseren Zettel, glaube ich, nicht gesehen, die Kühs. Okay. Können wir ihn herhexen? Mist. Ene Mene 50. Wieso Mist? Ach so, sie. Dieser Zettel ist zu sehen. Hex, Hex. Ah, so ein blöder Mist. Sie hat ihn weggehext. Ey, ich hab doch nur Spaß gemacht. Nein, irgendwo ist Schluss mit lustig. Prima, das hat geklappt. Jetzt bin ich aber neugierig, was da draufsteht. Auf jeden Fall. B-
Bravo! Jetzt ist der Schatz nicht mehr weit. Ihr müsst nur noch den Steinpfeilen folgen. Den nehme ich besser mal mit. Den Steinpfeilen. Okay. Also weiter. Ja, zurück eher. Oder weiter. Die Steinpfeile führen hier nach oben. Auf dem Zettel stand, dass das die richtigen Pfeile sind. Ja, stimmt. Ja. Also los, Moni. Oh, am Fluss. Sieh mal, Bibi. Ist das eine Schatztruhe? Ah, wow, sie ist offen. Der schon wieder. Kabakali! 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 Kabakasi? Was meint er denn damit? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Was heißt ein Kabakasi? Die Truhe ist ja leer. Oh. Oha. Ein Ohrring. Kabakasi! Kabakasi! Irgendwas will er uns doch damit sagen. Ja, was ist mit dem Ohrring hier? Wer kann den Schatz bloß weggenommen haben? Oder Anhänger? Wer kann den Schatz bloß weggenommen haben? Ja, die Hexendame. Kabakasi. Kabakasi! 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 Ein Frosch. Eine Kröte. Okay, okay. Lassen wir die Kröte mal Kröte sein. Wollen wir nicht herausfinden, was hier passiert ist? Ja, ich will schon irgendwie herausfinden, was passiert ist.